Möchten Sie die Darmkrebsvorsorge in Ihren eigenen vier Wänden durchführen? Nutzen Sie Preventive Smart Test Fit Home und detektieren Sie verstecktes Blut im Stuhl mit Ihrem Smartphone ganz bequem von zu Hause. Zur Durchführung und Auswertung von Preventive Smart Test Fit Home benötigen Sie Ihr Smartphone und das Testset bestehend aus einer Testkassette, einzeln verpackt mit Trockenmittel, eine Kameratestkarte, ein Papierstuhlfänger, ein Probensammelröhrchen mit Pufferlösung, eine Testanleitung. Bevor Sie mit der Installation der App und der Testdurchführung beginnen, lesen Sie bitte sorgfältig die beigelegte Testanleitung. Laden Sie die App Smart Test Fit im App Store oder im Google Play Store herunter und öffnen Sie die App nach erfolgreicher Installation, um mit der Einrichtung zu starten. Vorbereitung, Testdurchführung und Auswertung werden Schritt für Schritt von der App begleitet. Beim ersten Öffnen der App werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie mit Verwenden der App die AGBs akzeptieren. Anschließend können Sie mit dem Einrichten der App starten. Achten Sie auf eine aktive Internetverbindung. Ist Ihr Smartphone noch nicht freigegeben, werden Sie automatisch zur Gerätequalifizierung geleitet. Hierbei werden Eigenschaften Ihrer Kamera für die folgenden Messungen analysiert. Drehen Sie dazu die Kameratestkarte senkrecht mit dem blauen Balken auf die rechte Seite. Auf Ihrem Display erscheint eine Schablone mit 6 Quadraten. Diese leuchten grün auf, sobald Sie die 6 Quadrate auf Ihrem Display mit den 6 Quadraten auf der Kameratestkarte in Deckung gebracht haben. Achten Sie darauf, dass Sie das Smartphone parallel zur Kameratestkarte halten. Sollte Ihr Smartphone bereits freigegeben sein, werden Sie direkt zum Kameratest weitergeleitet. Legen Sie die Kameratestkarte so vor sich, dass der blaue Balken oben liegt, und starten Sie mit dem Kameratest. Scannen Sie zuerst Abbildung 1 und halten Sie das Smartphone so lange ruhig, bis der Fortschrittsbalken durchgelaufen und Sie eine Erfolgsmeldung für Schritt 1 erhalten. Führen Sie den gleichen Prozess für Abbildung 2 durch. Legen Sie zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten einen individuellen PIN für die App fest und bestätigen Sie diesen. Sie können jetzt die App nach Ihren Wünschen anpassen und dabei die Vorlesefunktion und den biometrischen Login durch Fingerabdruck oder Gesichtserkennung auswählen. Die Einrichtung Ihrer App ist nun abgeschlossen. Zum Start der Testvorbereitung drücken Sie im Hauptmenü der Smart Test Fit App auf den Button Test vorbereiten. Sie erhalten zunächst einige Hinweise zur Vorbereitung. Beginnen Sie nun mit der Probenentnahme. Entfalten Sie den Papierstuhlfänger und ziehen Sie ihn vorsichtig in Pfeilrichtung auseinander. Befestigen Sie den Papierstuhlfänger in der hinteren Hälfte der Toilettenschüssel mit dem Klebestreifen. Achten Sie darauf, dass der Papierstuhlfänger unterhalb der Toilettenbrille befestigt wird. Platzieren Sie die Stuhlprobe auf dem Papierstuhlfänger und achten Sie darauf, dass sie weder mit Wasser noch mit Urin in Berührung kommt. Öffnen Sie das Probensammelröhrchen, indem Sie den gelben Verschluss um 90 Grad drehen und den Probensammelstab vorsichtig herausziehen. Halten Sie das Röhrchen dabei aufrecht, damit die Pufferlösung nicht ausläuft. Gehen Sie vorsichtig mit der Spitze des Probensammelröhrchens um, damit sie nicht abbricht. Stechen Sie mit dem unteren Ende des gelben Probensammelstabs an mindestens 3 verschiedenen Stellen in die Stuhlprobe. Dabei müssen alle Rillen des Probensammelstabs vollständig mit Stuhl gefüllt werden. Streifen Sie den überflüssigen Stuhl vom stumpfen Ende des Probensammelstabs am Papierstuhlfänger ab. Geben Sie den Probensammelstab anschließend zurück in das mit Pufferlösung gefüllte Probensammelröhrchen. Achten Sie darauf, dass Sie den Probensammelstab nur einmalig zurückführen und anschließend nicht mehr herausziehen. Verschließen Sie das Probensammelröhrchen mit einer 90-Grad-Drehung des Probensammelstabs sorgfältig. Der Papierstuhlfänger kann nun mit dem übrigen Stuhl über die Toilettenspülung entsorgt werden. Schütteln Sie das verschlossene Probensammelröhrchen, bis sich die Stuhlprobe komplett vom Probensammelstab gelöst hat. Die Pufferlösung im Probensammelröhrchen verfärbt sich dadurch nur leicht. Halten Sie zur Testdurchführung das Probensammelröhrchen mit der Spitze nach oben,
wickeln Sie ein weiches Papier darum und brechen Sie die Spitze vorsichtig ab. Die Stuhlprobenlösung muss nun sofort verwendet werden. Nehmen Sie die Testkassette aus der Verpackung und legen Sie sie auf eine flache, trockene, helle Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Testkassette zu jedem Zeitpunkt flach aufliegt. Führen Sie unverzüglich den nächsten Schritt aus. Halten Sie das Probensammelröhrchen ca. 1 cm über das Probenauftragsfenster der Testkassette. Tropfen Sie 3 hängende Tropfen hinein, indem Sie das Probensammelröhrchen auf Höhe des Etiketts zusammendrücken. Nur so kann das korrekte Probenvolumen gewährleistet werden. Drücken Sie unmittelbar nach dem Probenauftrag auf Timer starten. Nach Ablauf der 15 Minuten ertönt ein Signal. Nun haben Sie 5 Minuten Zeit, den Test auszuwerten. Bringen Sie dazu die Schablone auf Ihrem Display mit der Testkassette in Deckung. Halten Sie Ihr Smartphone parallel zur Testkassette. Erfolgt dieser Schritt nicht innerhalb der 5-minütigen Auswertzeit, ist das Ergebnis ungültig. Außerdem ist das Testergebnis ungültig, wenn auf Höhe des Buchstaben C keine Kontrollbande erscheint. Die App berechnet direkt das Ergebnis Ihrer Messung und zeigt es auf Ihrem Smartphone. Anschließend erhalten Sie mit dem Button Weiter zusätzliche Informationen zu Ihrem Testergebnis. Unter Umständen werden Sie dazu aufgefordert, ärztliches Fachpersonal zu kontaktieren. Haben Sie Fragen oder treten Probleme mit dem Preventis Smart Test Fit Home auf? Kontaktieren Sie uns gerne unter info@preventis.com oder unter 06251 707 110.